Ich möchte jetzt mal zeigen, wie ein Desinfektionsvorgang bei der HomePod bzw. Elegance 3 durchgeführt wird. Wir brauchen dazu das Knick und Clean Chlordioxid, Zwei-Komponentensystem. Das wird aktiviert. Wir haben hier zwei Tüten, und zwar eine innere und eine äußere. Wenn diese zwei Flüssigkeiten ineinander fließen, braucht es eine Weile und es entsteht Chlordioxid. Das ist zur Desinfektion von Umkehrosmoseanlagen, vom Wasserfiltersystem generell geeignet. Dieses Chlordioxid beschädigt die Membran nicht. Die Membranen sind damit getestet. Das heißt, wir können damit im Gegensatz zu Zitronensäure und auch anderen Desinfektionsmitteln, die oftmals die Membran beschädigen, können wir mit diesem System arbeiten. Besonders einfach ist das, weil es eben bei Bedarf erst aktiviert wird. So, im ersten Schritt nehmen wir also dieses Zwei-Komponentensystem und rollen diesen Beutel. So, und jetzt ist der innere Beutel geplatzt. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen vermischen. So, und wir sehen schon, es fängt an, gelb zu werden. Ja? So, jetzt legen wir dieses System einfach hin und ja, wir legen es hin und warten ungefähr insgesamt eine Stunde, bis das hier richtig gelb ist. Das wird jetzt gerade erst aktiviert. Ja? In der Zwischenzeit bereiten wir unsere Anlage vor. Das ist wichtig. Wir wollen jetzt natürlich das Chlordioxid, wir schneiden dann den Beutel auf und geben das hinten in den Tank rein. Wenn wir das hinten in den Tank reingeben, wird es logischerweise, wenn wir die Anlage filtern lassen, durch Filterstufe 1, Filterstufe 2, Filterstufe 3, Filterstufe 4, hindurch, durch die Verschlauchung bis durch zur Kanne desinfizieren. Das heißt, wir können das komplette System desinfizieren. Wir haben nur ein Problem. Kohleblockfilter oder auch Kohlestufen, ja, die halten das Chlordioxid auf. Also eine Kohlestufe, wie wir sie hier an Stufe 2 haben, CDO, Kohleblock, Carbonblock, und auch hier der Kohlenachfilter, ja, das hält unser Chlordioxid auf. Weil Kohleblock oder Aktivkohle eben damit reagiert. Um das zu umgehen, müssen wir diese Stufen hier entfernen. Bei der Elegance 4 bzw. bei der RoPo 2.0, bei unserer neuen Anlage mit Heißwasser, haben wir dort weniger Probleme. Da müssen wir nämlich nur die Stufe 2 austauschen, weil hier haben wir ja zwei parallele Membranen, die im Prinzip die doppelte Leistung dann am Ende bringen. So, bei dieser Anlage haben wir diese Stufe, die ersetzt werden muss, beziehungsweise überbrückt werden muss, und diese Stufe, die überbrückt werden muss. Jetzt können wir aber nicht einfach rausmachen, das Ganze, ja? Weil jetzt ist hier oben der Mechanismus zu. Das heißt, das Wasser würde jetzt hier nicht mehr durchgehen. Wir müssen jetzt irgendeinen Weg finden, das Ganze hier zu überbrücken. Es gibt aber jetzt keine Verschlusskappe, ja, die das Ganze überbrücken lässt. So, der muss raus. Stufe 4 ebenfalls. Stufe 4 muss aus. Wir brauchen jetzt zweimal die Stufe 1. Warum? Stufe 1 ist ein Sedimentfilter. Ein Sedimentfilter, da geht es einfach durch. Der hält Sand, Partikel und so weiter zurück. Aber der reagiert eben nie mit dem Chlordioxid. Damit geht das Chlordioxid hier einfach durch, ja? Und das ist ja genau das, was wir wollen. Das heißt, wo kriegt man denn so einen Sedimentfilter her? Ja? Ja, klar, wir haben doch jetzt ein neues Filterset. Weil wenn wir jetzt einen Filterwechsel machen und vorher desinfizieren, haben wir doch ein neues Filterset in petto. Dann nehmen wir doch einfach den Sedimentfilter Stufe 1, ja, aus dem neuen Filterset, was wir in Zukunft verwenden. Das ist auch kein Problem, weil dass Chlordioxid auch nie gesundheitsschädlich ist und die Reste, die dann dort drin noch verbleiben, rausgespült werden, beziehungsweise das kann einfach weiterverwendet werden, weil nach der Stufe 1 im Grunde der Kohleblock kommt, der dann das
Chlordioxid sowieso absorbiert. Ja? So, wir nehmen also diesen neuen Filter Stufe 1 und setzen ihn anstelle der entfernten Stufe 2. Die Stufe 2 war ja jetzt ein alter Filter, das kommt auf den Müll. Ja? Das ist erledigt, das war ein alter Filter, der wird ja dann durch eine neue ersetzt. So, jetzt haben wir hier schon Stufe 1. Stufe 1, wunderbar. Die Membran wollen wir ja ebenfalls desinfizieren. Und jetzt brauchen wir noch eine Stufe 1. Entweder haben wir uns aus der Vergangenheit eine aufgehoben. Ich habe hier im Grunde immer zwei Desinfektionsstufen. 1 sozusagen, die sind ja voll mit Chlordioxid, die habe ich dann ausgekippt. Da entwickeln sich auch keine Keime, die kann ich immer wieder verwenden zur Desinfektion. Also entweder habe ich eine noch von vorher irgendwie oder ich habe mir eine extra bestellt. Wir werden hier zusammen mit diesem Desinfektionskit eine Patrone, weil man die ja braucht, wenn man diese Elegance 3 hat, werden wir eine Patrone in dem sogenannten Desinfektionsset für die Robot im Grunde zusammen mit der Desinfektion liefern. Ja, eine Patrone, so dass sie mit dieser einen Patrone im Grunde dann die Stufe 4 ersetzen können. Immer schön gerade reinschrauben, dass hier wirklich das Ganze gerade reingeht und natürlich hier der Pfeil passt. So, und jetzt sind wir im Grunde ready. Wir haben also Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1. Die Chlordioxidlösung kann perfekt durchgehen. Wir können die Membran desinfizieren, das System bis hin zur Kanne. Und ja, wenn das hier jetzt eine Stunde aktiviert wurde, dann werden wir diesen Reinigungs- bzw. Desinfektionsprozess durchführen. Wir werden also ein Desinfektionskit anbieten. Dort werden Sie im Grunde ein Knick- und Clean-Set drin haben mit zwei solchen Beuteln. Sie können also zweimal damit desinfizieren. Und wir werden eine Stufe 1 dazu packen. Sie werden also das Chlordioxid einzeln bestellen können. Wenn Sie zum Beispiel eine Robot 2.0 haben und Sie brauchen nur eine Vorfilterstufe, die Sie ja aus einer neuen Vorfilterstufe nehmen können, dann brauchen Sie das Knick und Clean ja nur einzeln bestellen und brauchen eben keine zusätzliche Filterstufe kaufen. Und wenn Sie diese Elegance 3 haben, dann ist eben diese zusätzliche Filterstufe, wenn Sie nie schon sich eine aufgehoben haben aus der Vergangenheit, natürlich notwendig. Ja? Und wenn man das einmal gemacht hat, hat man ja im Grunde am Ende zwei Filterstufen im Prinzip übrig, die man dann einfach hinstellt. Ja? Da ist ja dann Chlordioxid hier drin, schütten Sie das raus, lassen Sie die auslaufen, ne? Und stellen Sie sie in den Schrank. Was soll da passieren? Ja, das Ding ist im Prinzip sterilisiert und damit bildet sich dort auch nichts mehr. Es können keine Keime sich festsetzen oder irgendwas. Das heißt, Sie brauchen ja nicht jedes Mal eine zusätzliche Filterstufe erwerben. Es reicht ja im Grunde einmal, sich zwei Filterstufen zurechtzulegen. Ne? So, und wenn wir eben jetzt hier diese alte Stufe 1 haben, die ja jetzt ein halbes Jahr gelaufen ist, und wir nehmen jetzt hier unsere neue Stufe 1, ne, die wir aus dem neuen Filterset haben. Dann können wir diese ja nach dem Desinfektionsprozess im Grunde an die Stelle rücken. Die nehmen wir raus, lassen sie leer laufen. Und das ist unsere erste Ersatz- oder unsere erste Austauschfilterstufe 1 für die nächste Desinfektion. Ja, und die hier, die wir ja zusätzlich haben, ne, das ist dann unsere zweite, die stellen wir uns an die Seite. Und damit haben wir immer zwei Stufe 1 Filterstufen zu Desinfektionszwecken. Also im Grunde überhaupt kein Problem. Und damit können Sie alle im halben Jahr, alle im Jahr, so oft wie Sie wollen, Ihre Anlage einfach mal komplett durchdesinfizieren. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt zeige ich einfach, wie wir jetzt wirklich diese Desinfektion durchführen. Wir erinnern uns, wir haben Sedimentfilter, Membran, Sedimentfilter, alles ist perfekt vorbereitet.
Und jetzt, ja, müssen wir dieses Chlordioxid mit dem Tank hier vermischen. Wir haben jetzt hier ungefähr 3 Liter drin. Wir nehmen genau diese Menge, die wir hier haben, schneiden das in dem Falle auf. Und bringen das Chlordioxid jetzt hier ein. So. Man riecht das. Ja, es riecht sehr stark, so chlorig halt. Ne? So. Und jetzt wird einfach Folgendes gemacht. Wir stellen hier auf voll und ziehen den ganzen Filterprozess jetzt durch. Wir erinnern uns, wir werden jetzt so ca. 600 bis 800 Milliliter im ersten Schritt kriegen. Dann drücken wir nochmal und dann holen wir uns im Prinzip jetzt den Rest, bis die Kanne voll ist. Und dann haben wir das erste Mal im Grunde komplett durchgezogen. Wir haben jetzt hier schon etwas Wasser verloren. Es ist schon etwas drin. Aber es kommt noch nichts an. Das liegt natürlich daran, dass diese zwei Filterstufen, die wir reingemacht haben, im Grunde noch nie voll sind. So, jetzt kommt hier das erste Wasser. So, und jetzt haben wir hier im Grunde Wasser drin, was ebenfalls nach Chlordioxid riecht. Weil wir im Grunde jetzt nichts haben, was das Chlordioxid wirklich, ich sag mal, komplett aufhält. Ja, die Umkehrosmosemembran lässt etwas durch, aber natürlich auch nur etwas. Der Rest landet jetzt hier wieder hinten im Tank. Und diesmal machen wir auf jeden Fall eins. Wir werden das Wasser, was hier im Tank landet, nicht auswechseln. Wir ziehen das einmal durch, kippen das Wasser, was in dieser Kanne ist, hier hinten wieder rein, heben dann hier hoch, ich werde es dann auch nochmal zeigen, damit der Sensor aktiviert ist und sagt, okay, wir haben das Wasser gewechselt, das heißt, wir müssen die Anlage etwas überlisten, aber wir schütten logischerweise das jetzt hier nicht weg, weil wir haben ja hier diese Chlordioxidlösung drin. Und damit wir das Ganze mehrfach durchziehen können durchs System, was ich auch empfehlen würde, ja, machen wir beim Desinfektionsprozess im Grunde nur eins, dass wir das bestehende Wasser, was wir jetzt haben, immer wieder durchlaufen lassen. Ja? Ich würde sagen, 3-4 Mal kann man es durchlaufen lassen. Dann lässt man das über Nacht stehen. Und wenn man dann eine Nacht gewartet hat, würde ich das Ganze noch einmal durchlaufen lassen und dann alles Wasser komplett wegschütten. Die Filterpatronen hier im Grunde erneuern und ja, dann einfach noch zwei, dreimal spülen und dann sind wir dort fertig. Wir sind jetzt hier fertig. Ich nehme jetzt, wie gesagt, das, was hier drin ist. Es riecht auch ein bisschen nach Chlordioxid, also ein bisschen was hat die Membran überwunden. Das ist auch gut so. Kohlestufen sind ja entfernt. So, wir geben das jetzt hinten wieder rein. Und jetzt müssen wir hier nochmal anheben und nochmal richtig einsetzen, damit es wieder aktiviert wird. Und jetzt lassen wir das Ganze einfach nochmal durchlaufen. Und wiederholen das Ganze in dieser Form 3, 4, 5 Mal. Nachdem wir das Ganze jetzt mehrfach durchgezogen haben, werden wir das, was hier vorne drin ist, und auch das komplette Wasser, was wir hinten haben, komplett wegschütten. Einfach in den Abfluss. Und wechseln dann natürlich hier wieder
unsere Stufen. Na, wir nehmen hier den Sedimentfilter raus, den wir nur für die Desinfektion verwendet haben. Und machen eine neue Stufe 4 hinein. Diese Stufe ist jetzt voll mit Chlordioxid. Ausschütten, wegstellen, können wir beim nächsten Desinfektionsprozess wiederverwenden. So, und jetzt haben wir hier natürlich unsere neue Stufe 1. Wir erinnern uns, das war die, die schon 6 Monate drin ist. Und diese Stufe ist brandneu. Diese Stufe entnehmen wir natürlich. Und wir entnehmen auch die alte, die ist jetzt bereits 6 Monate in der Verwendung. Ja? So. Das ist unsere neue Stufe. Unsere neue Stufe wird jetzt sozusagen einfach auf Platz 1 gerückt. Jetzt haben wir hier die neue Stufe 1. Hier haben wir schon die komplett neue Stufe 4. Und dann nehmen wir uns natürlich eine komplett neue Stufe 2, die in dem Ersatzfilterset drin ist. Bauen die ein, denken Sie dran, hier wieder die äußeren Ringe fetten, gerade reindrücken, schön reindrehen, klack. So, und jetzt sind wir fertig. Wir haben neue Filterstufen, alles ist schön desinfiziert. Wir können im Grunde hier den Deckel wieder drauf machen, den Tank hinten wieder befüllen. So. Und alles, wie gesagt, haben wir gesagt, machen wir leer. Ich werde das jetzt noch behalten. Ich werde jetzt die Chance nutzen, weil ich auf die Desinfektionsflüssigkeit jetzt immer angemischt. Ich werde jetzt noch ein paar Retourengeräte, die wir hier haben, ebenfalls noch frisch desinfizieren, und da brauchen wir das natürlich nicht verschwenden, aber alles wieder frisch machen, nochmal zweimal spülen, und Ihre Anlage ist tipptopp desinfiziert, alles wunderbar. Das war's zur Desinfektion von meiner Seite. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Wenn Sie Fragen dazu haben, weil irgendwas unklar ist, dann schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen mich gerne an. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss.